Hi, herzlich willkommen beim Tienchen. Ich habe euch ja schon lange versprochen, dass ich euch mein Art Journal zeige, wenn es fertig ist. Und heute ist es endlich soweit. Ich hoffe, ihr freut euch und bleibt dran. Ja, meine Lieben, dieses Journal. Das ist schon, ja, ungefähr 2 oder 3 Jahre bei mir. Das hat 24 mal 25, also es ist eigentlich 25 mal 25, aber ich muss ja das hier wegrechnen, wo die Bindung ist. Also es ist 25 mal 25 und ich hatte verschiedene liebe Kreative auch im Laufe der Zeit angeschrieben und gefragt, ob sie vielleicht Lust hätten, mir ein Bild für dieses Album zu machen und zu schicken. Und es ist ein wunderbares Sammelwerk von verschiedenen Kreativen geworden. Es sind auch etliche Sachen von mir drin und ich habe es immer wieder gemixt, auch mit schönen Kreationen von anderen Kreativen, die sich bereit erklärt haben, mich da etwas zu unterstützen. Das war vorne Kraftfarben. Und ich habe es mit Decoupagepapier bezogen, vorne und hinten. Und habe vorne aus dem einen Block, also erst ein Doily dann draufgeklebt. Und diese Motive, diese verschiedenen Stifte und Pinsel und der Schriftzug und so weiter, ist aus einem Art bei Marlene Block. Die habe ich da draufgeklebt, weil das hat gut gepasst. Das ist ein Spachtel und verschiedene Stifte und Pinsel. Und es geht los. Ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwie schaffe, weil es ist immer nur eine Seite. Ich werde das mal hier so anlehnen. Also vorne auf der allerersten Seite ist nichts. Ich lasse euch mal noch ein bisschen runter, weil auf der Seite ist immer nichts. Es ist also nur auf dieser Seite etwas. Da habe ich, das war 2020 im Juli. Also ist ungefähr 2 Jahre her. Da habe ich das erste Mal etwas von Benedicta Günther versucht. Also ich habe mich so ein bisschen an ihren Videos orientiert und habe einfach rumgematscht und bin dann mit einem Stift drumherum gefahren und habe gedudelt und verschiedene Kleckse und habe es ein bisschen laufen lassen und Kringel und hier ist ein kleiner Schriftzug und hier ist ein kleiner Hund. Und ja, das war das Erste, was hier rein durfte. Das ist auch eins von mir. Ist auch von 2020. Dieses große Motiv ist auch von Art bei Marlene. Und das habe ich gedudelt und die Blümchen sind gestempelt. Das sind also alles verschiedene Stempel, die ich habe. Und die habe ich einfach mit Stielen dann versehen und so ein bisschen Happy Painting mäßig so ein bisschen Kritzelkratzel gemacht. Dann habe ich hier mal einen Fairy Hill gemacht mit meinen Lavinia-Stempeln. Hier außen hatte ich eine Schablone mit Mauerwerk, die Stempel mit den Feen und die Vögel hier und die ganzen Häuschen, die sind alle von Lavinia gewesen. Auch hier neben diese Pusteblumen. Da habe ich einfach mal so ein bisschen rumgestempelt, habe mir den Hintergrund mit Blau für den Himmel und Grün für den Hügel gemacht und dann einfach die Häuschen und die Feen verteilt und ausgemalt mit meinen Gelstiften. Das glitzert so ein bisschen. So könnt ihr es, glaube ich, sehen. Das war mein Vorkorbprojekt, sehe ich gerade. Das habe ich hier neben notiert. Ich weiß jetzt nicht mehr zu welchem Thema. Aber es ist auch von 2020. Dann habe ich hier eine Happy Painting Katze gemacht, also in dem Happy Painting Stil, der Hintergrund gelb. Dann habe ich die Katze gemalt in mehreren Farben mit dem Halstuch. Hier habe ich so ein Stanzteil ihr als Schleife aufgesetzt und das rundrum sind lauter kleine Stempel, die ich hatte. Da habe ich noch nicht selber gedudelt im Hintergrund, sondern habe Stempel benutzt. Dann ist das auch ein Geschenkpapier oder ein Decoupagepapier gewesen.
hier mit so einem Stück ausgerissenem Kraftpapier, oder das war auf einem Briefumschlag, auf einem braunen Briefumschlag. Da habe ich gerade so ein Stück mit ein bisschen Schrift, das habe ich ausgerissen und habe es hier drunter geklebt. Diese ganzen Blüten, die sind alle aus den Art bei Marlene Heften. Die habe ich einfach wie so ein Strauß angeordnet, die Blätter dazwischen und dann die Stiele bemalt. Dann kommt hier das erste von einer anderen Künstlerin, und zwar war das 2020 von der lieben Carly S. Mit ihr hatte ich auch schon mal eine Kooperation. Da haben wir uns gegenseitig, also ich habe ihr ein Mini-Album gemacht mit ihren Entwürfen drin, findet ihr auch auf meinem Kanal. Und sie hat hier ein wunderschönes Gesicht, ich mag die Gesichter, die sie malt, sehr, mit Blümchen und dann die Schmetterlinge in 3D obendrauf geklebt. Dann ist hier ein Werk von der lieben Benedikta Günther. Kennt ihr bestimmt, wenn nicht, solltet ihr sie dringend kennenlernen. Die Carly macht im Moment gerade keine Videos, deshalb habe ich dazu jetzt nichts gesagt. Aber die Benedikta macht fleißig Videos, dienstags und freitags. Ein wunderschönes Bild in Farben, die ich gerne habe. Ich habe ihr das also freigelassen. Ich wollte gerne eins und sie hat mir zwei geschickt. Und ich finde sie beide einfach nur grandios. Ganz wunderbare Bilder. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts falsch rum eingeklebt. Ich habe es so eingeklebt, wie es mir gefallen hat. Und ich finde sie beide wunderschön. Dann habe ich hier einen Troll gemacht. Ich trinke mal gerade was zwischendrin. Und zwar war das eine Kooperation mit der Gruppe MFG. Da ging es um Hexen und Gnome. Und ich habe einfach so ein Gnom freihand gemalt, wie ich mir den halt so vorgestellt habe. Und außenrum so ein bisschen gespritzt und gedudelt. Dann hatten wir hier bei Bastelspaß mit Biene mal eine Challenge, wo wir etwas machen mussten. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber der Hintergrund ist gestempelt und mit verschiedenen Washi-Tapes. Und dann habe ich hier ein Stanzteil benutzt. Ist wie so ein Einmachglas, aber aus so einem Holo-Papier ist es gestanzt gewesen. Dann hatte ich verschiedene Blümchen, die auch ausgestanzt waren. Holzblümchen und die Schmetterlinge. Und das habe ich einfach wie so ein Strauß in dieses Glas eingeordnet. Dann habe ich Happy Painting mäßig einen Kaktus versucht. Da habe ich auch die Striche einfach drumherum gedudelt. Hier habe ich so ein bisschen mit so einem Krakelstempel gearbeitet. Und hier neben die Blümchen, denen habe ich Augen verpasst. Also das war auch so einer von meinen Happy Painting Versuchen. Das war auch aus einer Challenge von Bastelspaß mit Biene. Da waren wir noch im Designteam, also war ich noch im Designteam. Da hatte uns Biene dieses Foto geschickt von dieser Blüte. Und wir sollten dieses Foto irgendwie in eine Collage einarbeiten. Und ich habe ein schwarzes Papier genommen, habe im Hintergrund mit so einer Schablone gearbeitet, die solche Streifen macht. Dann habe ich Swirls eingebaut und ganz viele ausgestanzte Blümchen. Hier hinten sind auch noch Stanzteile drin in Weiß und Schmetterlinge in dem Ton, wie hier hinten mit der Schablone gearbeitet wurde, in diesem Bäreton. Schmetterlinge in verschiedenen Größen. Das war damals, das Foto sollte bearbeitet werden für die Challenge in eine Collage. Das habe ich gemacht und das hatte ich hier rumliegen und habe gedacht, ich packe mir das hier mit in das Journal rein. Dann habe ich von der lieben Filzfussel einen wunderbaren Troll bekommen. Sie hat mit einem Hintergrund gearbeitet, mit so einem Wald. Und hat hier den Schriftzug und hat diesen Troll aber gemalt. Und zwar selbst gemalt. Und wunderschön koloriert in den Farben, die mir gut gefallen. Und hier unten, das ist auch ein ausgeschnittener Stück von so einem Baumstumpf. Und da hat sie ihn draufgesetzt. Also ein wunderschönes Bild von der Filzfussel. Dann habe ich nach einer Anleitung von der Gabi von Filumi Design
mal versucht, ein Hippo zu malen. Das war schon 2016. Und es hing die ganze Zeit hier an meinem Regal. Und da habe ich gedacht, bevor es jetzt völlig ausbleicht von der Sonne, kommt es auch mit in das Album. Deshalb ist da die 2016 zwischen den 20ern. Dann habe ich hier mal versucht, so ein Mandala zu machen. Auch so ein bisschen im Happy Painting Stil. Habe mit verschiedenen Mustern gearbeitet und mit Swirls außenrum. Da habe ich einfach nur ein schönes Decoupagepapier benutzt. Und da ich nicht so einen richtigen Plan hatte, wie ich weiterarbeiten soll, habe ich einfach die Krone, die war auf dem Decoupagepapier. Und ich habe einfach dieses Mädel, also habe die Krone hier ausgeschnitten und habe dieses Mädel aus einem Block von Art by Marlene so postiert, dass ich sie unter die Krone schieben konnte. Deswegen sieht es so aus, als hätte sie die Krone auf. Und habe gerade noch so ein paar Blümchen daneben geklebt. Das ist also jetzt nichts Besonderes. Dann habe ich 2018, glaube ich, weiß es nicht mehr hundertprozentig, von der lieben Gerberas Bunte Welt diesen wunderschönen Pfau gekriegt. Die kann auch wahnsinnig gut malen und zeichnen und hat auch einen Instagram-Account. Also bei Instagram findet ihr sie und da zeigt sie immer mal wieder, was sie so gemacht hat. Und mit dem ging es wie mit dem Hippo. Der hing also die ganze Zeit hier in meinem Regal. Und ich habe Angst gehabt, der bleicht mir aus, wenn ich ihn einfach nur so hängen habe. Und deshalb kam der in das Journal rein. Dann habe ich hier nochmal eine Katze gemacht. Das war das MFG-Thema Zipfelmütze. Und ja, ich mag halt Katzen und habe der Katze diese Schlafmütze mit dem dicken Bommel hier verpasst. Und der Fisch ist aus einem Art bei Marlene-Set, glaube ich. Den habe ich da noch dazu geklebt, den hat es schon abgenagt. Es sind nur noch die Gräten. Sorry, aber es ist so heiß, ich muss ab und zu mal einen Schluck nehmen. Dann habe ich den Blumenstrauß auch, das war auch MFG, Thema Blumenstrauß. Ich habe halt das Problem, dass ich einfach keinen Platz mehr habe, immer 3D-Projekte zu machen oder Schränkchen oder Boxen oder Mini-Alben, weil die muss ich ja alle irgendwo unterbringen. Und deshalb mache ich öfter mal, wenn ich bei einer Challenge mitmache, einfach ein Bild, das mache ich ins Album rein und das nimmt mir keinen Platz weg. Und deshalb kann ich euch nicht immer irgendwelche 3D-Projekte zeigen oder Bücher oder Schränkchen, weil ich einfach nicht mehr weiß, wo ich damit hin soll. Und deshalb mache ich eben öfter, wenn Vorkor ist oder MFG, mal ein Bild, damit ich mir den Platz spare für irgendein großes Projekt, das ja dann nachher wieder irgendwo stehen muss. Dann habe ich die liebe Andrea Kidman angeschrieben. Ihren Kanal habe ich auch schon ganz, ganz lange abonniert und habe sie auch gefragt, ob sie nicht ein Bild für mich hätte. Sie hat mir 2 oder 3 Fotos zur Auswahl geschickt und ich habe mir diese wunderbaren Fische ausgesucht. Also die einzige Vorgabe war immer für die Mädels, die ich gebeten habe, ob sie nicht teilnehmen wollen an diesem Projekt, dass es nicht größer als 21 mal 21 sein soll, weil ich dann eben diesen Rand noch lassen kann. Und sie hat gesagt, ja, ihre sind kleiner. Und dann habe ich gesagt, kleiner geht immer, nur größer soll es nicht sein. Und hat mir diese Fische ausgesucht. Dann habe ich hier mal MFG, hatten wir das Thema Grün. Grün ist jetzt zwar eine meiner Lieblingsfarben, aber ich war da irgendwie kreativ gerade auf irgendeinem Tiefpunkt. Also habe ich einfach das Wort Grün geschrieben und habe das ganz bunt gemacht und auch wieder drumherum gedudelt. Dann hat die liebe Manuela Keller auch teilgenommen. Sie hat auch ein Video davon gemacht. Und zwar hat sie solche Negativbilder, also solche Schattensilhouetten ausprobiert und hat 2 von diesen tollen Gesichtern bei ihrem Experiment rausgekriegt und hat mich gefragt, welches mir besser gefällt und ich habe mir dieses ausgesucht. Dann habe ich hier Schafe, ist ein bekanntes Happy Painting Motiv und ich habe das einfach mal versucht nachzuzeichnen. Und das ist auch hier gelandet. Dann hat die liebe Becky von Paper Poetry mir auch, ich glaube, 2 Bilder geschickt.
Die habe ich bei Instagram gefunden und die hat wunderschöne Aquarellbilder, die sie immer wieder zeigt und die sie malt. Und sie hat mir auch zwei geschickt und darüber freue ich mich auch sehr. Einmal dieses hier und einmal dieses hier. Und die gefallen mir beide wahnsinnig gut und ich bin stolz auf jedes einzelne, das ich hier von einem kreativen Künstler bekommen habe, weil das dieses Buch zu etwas ganz Besonderem macht. Und darauf bin ich sehr stolz und freue mich sehr. Dann haben wir bei MFG das Thema bei Kerzenschein gehabt. Da habe ich im Hintergrund so ein bisschen gematscht, dass das so ein bisschen marmoriert aussieht. Also einfach die Stempelfarbe auf den Stempelblock gedrückt, dann mit Wasser angesprüht und dann den Stempelblock so drauf getupft. Das gibt so einen marmorierten Effekt. Dann habe ich ein paar Goldtupfen drauf gemacht und habe dann die Kerzen gezeichnet mit diesen Blättern und diesen Kugeln. Dann hat die Benedikta auf ihrem Kanal ein ganz tolles Video. Da hat sie aus Reststücken eine Stadt kollagiert. Also sie hat die ganzen Gebäude, die Dächer, die Fenster, die Türen, alle Teile hat sie aus Reststücken gemacht und dann zusammengesetzt zu einer Stadt. Ein wunderbares Video und daran angelehnt habe ich sowas Ähnliches probiert. Also das, was hier so getigert aussieht und die Dächer, das habe ich auch ausgerissen hier teilweise mit Resten gemacht, habe es aber auch teilweise gemalt und ein bisschen gedudelt und habe so eine Collage von einer Stadt aus verschiedenen Teilen und aber auch teilweise gezeichnet gemacht. So, dann gibt es ganz neu, ich glaube seit letztem Jahr von Happy Painting, ein Kinderbuch, wo man die Hände einfach abmalt und aus diesen Händen entstehen dann Figuren. Und ich habe das auch probiert und zwar so rum, also von oben nach unten. Ja, so meine Hand abgezeichnet. Dann habe ich es umgedreht. Ich habe dieses Buch noch nicht, das ist das einzige, wo mir von den Happy Painting Büchern noch fehlt. Aber das kriege ich auch noch. Habe das umgedreht und habe dann einfach so was Ähnliches wie ein Dino draus gemacht. Also die Füße, der Schwanz und den Daumen als Kopf. Und habe hier noch so ein paar Stacheln und so ein bisschen drumherum gedudelt. Ist eigentlich eher für Kinder gedacht, weil man eben von der Hand als Form, als Grundform ausgeht. Aber fand ich ganz witzig. Dann habe ich hier ein wunderschönes Kunstwerk von der lieben Christine von der Kunstwerkstatt Rhythm and Arts. Sie hat auch einen tollen Kanal. Und ich hatte sie auch gebeten, ob sie vielleicht in meinem Album gerne verewigt werden würde. Und sie hat mir dieses wunderbare Untergrundbild mit diesem dreidimensionalen Schmetterlingen gemacht. Einmal in groß, also der ist beweglich und der große auch. Die sind nur in der Mitte geklebt. Und das Gleiche oder ein Ähnliches, das Gleiche gibt es ja bei einem Künstler nie, ein Ähnliches nochmal in kleiner. Finde ich beide wunderschön. Sie sind ähnlich. Man ahnt, es ist der gleiche Künstler gewesen, aber sie sind nicht gleich. Also sie hat hier mit weißen Strichen gearbeitet, hier auch, aber die Schmetterlinge haben ein bisschen andere Farbtöne. Also zwei wunderbare Bilder von der lieben Christine von dem Kanal Kunstwerkstatt Rhythm and Arts. Dann habe ich bei Paper, bei Art Poetry oder ja, bei Art Poetry, nicht Paper Poetry. Bei Art Poetry, bei der Becky, habe ich vorne falsch gesagt, habe ich dieses Kärtchen gewonnen. Sie hat also bei Instagram ein kleines Gewinnspiel gemacht und da habe ich gewonnen. Dieses Kärtchen, das habe ich nur mit zwei Fotoecken eingeheftet und die Karte, die dabei war, die habe ich auch mit Fotoecken eingeheftet. Da waren die Glückwünsche drauf, die Karte hat sie auch entworfen mit den Punkten und habe mir auch den Umschlag noch mit reingemacht, weil da so ein schöner Spruch drauf ist. Da habe ich mich an Mohnblumen versucht. Ob ihr das jetzt als Mohnblumen erkennen könnt, das weiß ich nicht. Aber ich habe so ein bisschen rumprobiert und auch versucht, die Form von den Blättern so ein bisschen zu erwischen. Habe erst den
erst die Blumen gemacht und dann mit Aquarellfarbe und dann hinterher den Hintergrund so ein bisschen gewischt. Dann hatten wir hier den Drei-Farben-Mix, auch bei MFG. Und da habe ich die drei Farben gemixt, das Gelb, das Orange und das Grün. Und habe dann einfach Kringel drauf gemacht. In die Kringel habe ich Muster reingemacht. Den einen hatte ich ausgeschnitten, weil mir das Muster nicht gefallen hat. Habe den dann einfach umgedreht, habe den wieder hingeklebt in das Loch, wo ich ihn ausgeschnitten hatte. Das sieht man auch in dem Video. Von den MFG gibt es immer Videos. Und habe hier einfach den Titel drauf geschrieben und die anderen habe ich gelassen. Und rundum den Rahmen so ein bisschen gedudelt. Dann habe ich hier ein wunderschönes Bild von der Kreatina. Die findet ihr auch bei Instagram. Die hat auch teilgenommen. Darüber freue ich mich sehr. Die hat ein ganz tolles Hintergrundpapier benutzt. Hat es auch bespritzt und bearbeitet und genäht. Einmal hier außenrum. Dann mit verschiedenen Lagen gearbeitet. Hier ist so ein bisschen Stoff. Wellpappe, alte Buchseite, Spitzen, hat es in verschiedenen Lagen aufgebaut mit diesem tollen Bild und noch ein Blümchen drauf gemacht. Gefällt mir auch wahnsinnig gut. Dann hat die liebe Birgit von Bivo Deko Welt bei einer Live-Übertragung ihre Tochter malen lassen. Hat ihr Schablonen gegeben und Farben, hat gesagt, mach was. Und sie hat, die liebe Alea hat dieses wunderbare Bild gemalt und also mit Schablonen erarbeitet und bestempelt und so weiter. Und damals, und die Birgit macht es immer so, wenn sie ein Live hat, dann gibt es immer hinterher was zu gewinnen. Also alle, die bis zum Schluss dranbleiben, da gibt es dann immer eine Verlosung. Und alle wollten dieses Bild von Alea und ich habe es gekriegt und freue mich sehr darüber, dass sie jetzt auch in diesem wunderbaren gesammelten Werke Art Journal mit drin ist. Dann hat die liebe Birgit mir, als sie mir das geschickt hat von der Alea, auch eins mitgeschickt. Davon gibt es auch ein Video auf ihrem Kanal, wie sie das erarbeitet hat, wie sie die den Hintergrund gestaltet hat und wie es zustande kommt, dass diese beiden Herrschaften hier diese Boxerköpfe haben. Also wenn euch das interessiert, gerne auf ihrem Kanal Bivo Deko Welt nachsehen. Auch die Christine von der Kunstwerkstatt Rhythm and Arts hat einen YouTube-Kanal und da könnt ihr gucken, wie die Sachen entstanden sind. Mein aktuelles Video vom letzten Mal MFG gewesen, da hatten wir das Thema Fische und da habe ich auch ein bisschen gedudelt, gibt es auch ein Video, habe die Wasserpflanzen gestempelt, habe mir die Fische freihand gemalt, hier einen Schriftenstempel benutzt und das allerletzte war aus einer Vorkoa-Challenge im Juli. Und da sollten wir ein besonderes Talent kombinieren mit einer oder ein besonderes Talent oder eine besondere Superkraft, die wir haben, kombinieren mit einer Landkarte, einem Label, auf dem dieses Talent steht und mit etwas aus Holz. Und ich habe da meine Handabdrücke gemacht und diese Ambidextrie bedeutet Beidhändigkeit, weil ich außer Schreiben und eine Schere benutzen alles mit beiden Händen tun kann. Und es war das einzige Talent, das mir eingefallen ist, wofür ich aber auch nichts kann, dass ich das habe. Und das ist Holz hier und ja, das war mein Art Journal, in dem ich jetzt seit 2020 Bilder sammle von euch und von mir. Und es sind 2 Jahre rum und es ist jetzt voll. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt vielleicht die ein oder andere Anregung für euch gefunden. Ich freue mich über ein Däumchen und über ein Kommi. Und wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, das wäre supi. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.